schauen wir mal, ob bei beiden Kameras wirklich auch das rote Zeichen gerackt ist. Passt, dann können wir jetzt loslegen. Wann unser Arbeitstag in der Firma startet, können wir durch die flexiblen Arbeitszeiten selbst entscheiden. Bei uns im Headquarter sind wir auch wirklich gut ausgestattet. Das heißt, wir haben verstellbare Schreibtische, ergonomische Schreibtischstühle oder eben auch wieder sein eigenes Notebook. Aber als Content Creator haben wir natürlich noch viel mehr Gadgets, zum Beispiel eben Kameras, Gimbals, Mikrofone, Stative oder Leuchten. In so einer Arbeitswoche bei mir fallen natürlich auch viele unterschiedliche Tätigkeiten an. Das heißt zum einen mal die Content-Erstellung für unsere Social-Media-Beiträge, das ist also Xing, LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram, aber auch eben das Erstellen von Fotos und Videos für die Homepage oder für verschiedene Präsentationen. Da kommt es natürlich dann schon auch mal vor, dass ich auf die Baustelle Haus fahre und unsere Produkte auf der Baustelle dann wirklich live fotografiere, damit unsere Kunden danach sehen können, dass es nicht bloß in der Theorie funktioniert, sondern auch in der Praxis gut anwendbar ist. So habe ich dann auch eine wirklich coole Abwechslung zwischen Büro und Außenterminen. Wir haben aber dann auch wöchentliche Meetings, wo wir dann verschiedene Kampagnen oder die nächsten Marketingaktionen durchsprechen. Wenn diese fertig sind, freue ich mich dann natürlich auch jedes Mal, wenn wir positives Feedback dazu bekommen. Als Content Creator ist man natürlich auch immer auf der Suche nach den neuesten Videotrends. Da ist die Primo natürlich prädestiniert, weil wir verschiedene Orte haben, wo man sich zurückziehen und auf seine Arbeit konzentrieren kann. Eines der besten Benefits bei uns in der Primo, finde ich, ist die Caroline. Das heißt, dass wir wirklich dreimal in der Woche frisch gekochtes Mittagessen bekommen. Abschließend kann ich eigentlich nur sagen, dass mir die Arbeit in der Primo richtig viel Spaß macht und dass ich mich jetzt schon auf morgen freue.